Willkommen zurück bei Phänomenal, wo wir uns heute mit unserem Vereinsmuseum beschäftigen. Und deswegen steht jetzt auch mein heutiger Gast bei mir, Melanie. Du arbeitest im Museum. Unser BVB ist ja relativ erfolgreich in die Saison gestartet. Das Museum auch? Ja, ich würde sagen, mindestens genauso erfolgreich. Wir haben ja schon vor Saisonstart auch im Museum Veranstaltungen gehabt. Da zählt zum Beispiel der Traditionsabend dazu. Da ging es darum, wir haben zwei Jubiläen ja gefeiert, den DFB-Pokalgewinn 65 und die Meisterschaft 95. Weiter ging es im September zum Beispiel mit der Museumsnacht. Da hatten wir einen ganz besonderen Gast auch da, den Joachim Krull, den Schauspieler und Tatort-Kommissar. Ja, und jetzt letzte Woche hatten wir auch erst den zweiten Traditionsabend. Du hast jetzt gerade schon ganz viele Veranstaltungen aufgezählt. Dazu lebt das Museum natürlich durch die ganzen tollen Exponate, die ihr ausstellt. Und die habt ihr ja nicht einfach so, sondern die bekommt ihr meistens ja von BVB-Fans. Wie zeigefreudig sind die BVB-Fans? Kriegt ihr viel zugeschickt? Ja, wir kriegen eigentlich sehr viel, regelmäßig. Jede Woche rufen uns Leute an oder schicken was mit der Post. Wir bekommen E-Mails und die fragen halt, ob sie uns was spenden dürfen, was als Leihgabe übergeben dürfen. Und wir nehmen sowas natürlich immer gerne an. Und zuletzt habt ihr sogar ein Geschenk bekommen, und zwar von Kai Eikler. Was ist das Besondere an dem Geschenk? Erzähl mal. Ja, das Besondere ist, es sind zwei Bilder auf Leinwand mit Ölfarbe gemalt. Und der Kai ist schwerbehindert, er sitzt im Rollstuhl seit seinem 18. Lebensjahr, hat MS. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass er so gut wie nichts mehr schreiben kann. Das Sprechen fällt ihm schwer mittlerweile, aber er kann eben malen. Und obwohl er die Hand dabei unterstützen muss, malt er wundervolle Bilder und darunter eben auch Stadionbilder, weil er großer BVB-Fan ist. Und wir waren ganz stolz darauf, dass er uns die Bilder angeboten hat, eins sogar geschenkt hat und eins als Leihgabe übergeben hat, weil er das seinem Bruder gewidmet hatte. Sehr schön. Wenn jetzt noch jemand so ein Talent hat oder ein Exponat, die man noch im Keller oder im Wohnzimmer hat, was muss er tun? Einfach sich bei euch melden oder wie läuft das? Ja, es gibt natürlich verschiedene Wege, per E-Mail uns ansprechen, aber eben auch einfach anrufen. Die Kontaktdaten gibt es im Internet unter borosseum.de. Da steht Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles drauf. Da kann man dann alles bei euch abladen, sehr gut. Wir nehmen alles gerne an, natürlich. Also wir haben ein großes Archiv, sind für alle Exponate offen und immer froh darüber, wenn uns Leute ansprechen. Dazu bringt ja auch noch die Chance, dass das eigene Exponat das Exponat des Monats wird. Was bedeutet das denn? Ja, wie der Name schon sagt, haben wir da jeden Monat ein neues Exponat im Borussium. Das kann alles Mögliche sein, was die Fans eben mit dem BVB auch verbinden und was sie gerne einfach mal bei uns ausstellen möchten. Wir haben eben nicht mehr so viel Platz in der Dauerausstellung und um eben allen auch gerecht zu werden, möchten wir halt dann jeden Monat was Neues ausstellen. Die meisten BVB-Fans haben jetzt vermutlich nicht mal irgendwie was im Wohnzimmer stehen, sondern die schönsten Erinnerungen sind in den Köpfen der Leute. Wenn da jetzt jemand eine ganz besondere Anekdote hat oder eine schöne Erinnerung hat, kann er die auch bei euch ausstellen? Gibt ihr da auch eine Möglichkeit? Ja, sehr gerne sogar. Wir haben die sogenannte Fangeschichtenkammer im Borussium. Da stellen wir gerne Geschichten aus, die die Fans mit dem BVB verbinden. Auch kuriose Sachen, wir haben zum Beispiel auch einen Heiratsantrag darunter und solche Geschichten. Letzte Woche haben wir auch erst neue, das sind immer so gelbe Platten, da werden die Geschichten draufgedruckt und die haben wir letzte Woche auch erst neu einfügen lassen. Jetzt muss man dazu sagen, dass die meisten BVB-Fans vermutlich schon ein-, zweimal im Borussium waren. Würdest du ihnen trotzdem empfehlen, jetzt nochmal hinzugehen oder nach einem Jahr oder nach zwei? Auf jeden Fall, nicht nur wegen des Exponats des Monats, deswegen würde es sich ja eigentlich monatlich sogar lohnen, aber wir haben auch gerade an Spieltagen vorher, so wie jetzt zur Euroleague, haben wir immer zu den jeweiligen Gegner auch Exponate in einer extra Vitrine am Eingang und darunter zählen natürlich auch solche Sachen wie von Kai Eikler die Bilder, die sind jetzt auch neu, Fangeschichten, die immer mal wieder neu oder ausgetauscht werden, von daher. Es lohnt sich immer, zu uns zu kommen. Also im Grunde kann man wirklich bei jedem Spiel einmal kurz bei euch vorbeischauen. Ich denke, das lohnt sich wirklich. Ne? Wir gehen jetzt nochmal kurz in die Musik und sprechen dann gleich auch Melanie über Veranstaltungen im Museum. Da
das Thema des Tages ist bei uns immer noch das Borussium und dementsprechend ist auch mal unser Gast war Melanie. Du bist Mitarbeiterin im Borussium. Ihr veranstaltet ja fast monatlich sogenannte Traditionsabende. Was sind Traditionsabende und welche Ziele verfolgt ihr damit? Ja, wie auch hier der Name schon sagt, es ist im Prinzip was zur Traditionspflege. Wir sind ein Traditionsverein, von daher muss man solche Veranstaltungen auch machen, um einfach auch historische Ereignisse wieder in Erinnerung zu rufen. Manchmal erfährt man einfach auch ganz neue Dinge durch die Gäste, die dann vor Ort sind. Und ja, dazu dient das im Prinzip, um die Historie auch wieder in Erinnerung zu rufen. Genau letzten Donnerstag fand so ein Traditionsabend statt zu den drei Alfredos. Aufmerksame Borussiumsbesucher dürften schon wissen, wer die drei Alfredos waren. Für die, die jetzt noch nicht im Borussium waren oder nicht ganz so aufmerksam waren und jetzt zum ersten Mal von den drei Alfredos hören, wer waren sie und welche Bedeutung haben sie für die Geschichte von Borussia Dortmund? Ja, die drei Alfredos sind natürlich sehr bekannt in der Geschichte. Das sind einmal Alfred Niepiklo, Alfred Freddy Kelbasser und Alfred Adi Preisler. Sie sind bekannt dafür, weil sie in den 50er Jahren im Prinzip das erfolgreichste Stürmertrio des BVB waren und ich glaube sogar ganz Deutschland. Und ja, die sind maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass wir 56 und 57 Meister geworden sind, haben 7 der 8 Tore geschossen. Okay, also wirklich echte Vollblut-Borussen, die in Rechnung zur Geschichte eingegangen sind. Das Schöne an euren Veranstaltungen ist auch immer, dass ihr Zeitzeugen dabei habt. Leute von damals, die dabei waren, die ein paar Anekdoten und auch ein paar schöne Geschichten erzählen können. Wie tretet ihr in Kontakt zu ihnen? Sagen die in der Regel dann sofort ja oder müssen die wirklich überreden, herzukommen? Also wir hoffen natürlich, dass die Leute sich freuen, wenn wir anrufen und wir sie nicht überreden müssen. Aber manchmal, klar, muss man, wenn jemand zum Beispiel schüchtern ist und nicht unbedingt aufs Podium bei so einer Veranstaltung möchte, dann kommt dann auch mal unsere Überredungskunst zum Tragen. Und ja, wir rufen normalerweise die Leute an. Es gibt interne Kontakte natürlich. Dann gibt es Leute, die kennen den und Familienmitglieder, wie das eben so läuft. Und jetzt zum Traditionsabend der drei Alfredos hatten wir auch die drei Kinder von Adi Preisler da. Das war sehr interessant, weil man einfach total die Emotionen auch gemerkt hat und einfach in die Privatsphäre mal zu schauen, wenn sie aus dem Nähkästchen plaudern, wie Adi Preisler als Vater war zum Beispiel. Das war einfach total toll und emotional. Ja, aber so läuft es eben, wenn wir Gäste zu den Traditionsabenden einladen. Und dann kommt es im Grunde immer zu so einem kleinen Klassentreffen. Ne? Die ganze alte Garde trifft sich, der Ältestenrat trifft sich. Wie erlebst du das als Mitarbeiterin, auch noch als junge Mitarbeiterin vor allem? Ich finde das immer sehr familiär. Man merkt, dass die Herren und Damen sich schon teilweise über 50 Jahre kennen. Da merkt man eben auch noch diese Treue zum Verein, was, glaube ich, damals einfach noch viel mehr gelebt wurde. Sie sind wie eine Familie, die BVB-Familie wahrscheinlich. Viele von den älteren Herren sind noch im Ältestenrat auch tätig und eigentlich trifft man sie auch bei nahezu jedem Heimspiel. Ja, mit der BVB-Familie, also noch wirklich erlebt. Meine Frage zum Blick über den Tellerrand. Borussia ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Verein mit einem eigenen Vereinsmuseum, sondern die anderen Vereine haben in der Regel auch Museen. Wie ist der Kontakt zu den anderen Museen? Wie würdest du ihn einschätzen? Also der Kontakt ist sehr gut. Fast jeder Verein, Profiverein hat natürlich auch ein Museum. Es gibt da das Netzwerk der deutschen Fußballmuseen und Vereinsarchive, wo das Borussium sich auch von Beginn an schon beteiligt hat. Und zum Beispiel nächste Woche haben wir in Dortmund auch das nächste Treffen mit allen Vertretern der Vereinsmuseen und Archiven. Und das geht diesmal zum ersten Mal über 2 Tage, weil Dortmund jetzt ja auch 2 Fußballmuseen zu bieten hat. Und am Montag wird die Veranstaltung dann erstmal im Borussium sein, mit ein paar Workshops. Man tauscht sich einfach aus über die Archivarbeit, wie geht man mit Exponaten um. Und am Dienstag werden wir dann das Deutsche Fußballmuseum besuchen. Okay, Melanie, ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch bei uns und für die Neuigkeiten, die du uns mit den Fans mitgeben konntest. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die Musik und dann schauen wir auf die Termine der nächsten Zeit.